Europaweit realisieren wir Projekte, die sich mit einem menschenwürdigen Strafvollzug befassen, ohne dabei die Opfer von Kriminalität zu vergessen. Ich arbeite als Diakon in Norddeutschland in der Gefängnisseelsorge und bin seit 2009 auch Vorsitzender des gemeinnützigen Vereins Art in Prison. Wir haben Mitglieder in Deutschland, aber auch in Frankreich, Italien und in Spanien. Wir machen das mit den Mitteln der Kunst und wollen den Menschen eine Stimme geben, die in unserer Gesellschaft keine Stimme mehr haben oder deren Stimme kaum noch gehört wird. Das machen wir durch verschiedene internationale Kunstwettbewerbe, bei denen sich in den letzten Jahren fast 1000 Frauen, Männer und Jugendliche beteiligt haben. Wir wollen besonders auch auf die Situation von Frauen in Haft aufmerksam machen. Oft sind sie mehr Opfer als Täter. In den Werken der inhaftierten Menschen erkennt man eine weithin unbekannte Lebenswirklichkeit verschiedener Länder und Kulturen. Man sieht aber auch eine persönliche Geschichte, eine Geschichte, wo sich Schicksale spiegeln, Ängste und Träume und immer wieder die Hoffnung auf Freiheit. Bei der Finanzierung der Kunstwettbewerbe und Ausstellungen sind wir dringend auf Hilfe angewiesen. Sie können sich vorstellen, dass das beim Thema Strafvollzug alles andere als einfach ist. Über unsere Website können Sie mehr Informationen erfahren. Sie können dort einige der Kunstwerke sehen oder auch unseren Katalog bestellen. Die Kreation und Präsentation dieser Kunstwerke sind ein Beitrag zu mehr Verständigung untereinander, sind ein Beitrag zur Resozialisierung. Mein Name ist Peter Echtermeier, ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.